Wir haben ein wunderbares Getränk hier. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist ein Sekt nach einer besonderen Methode gemacht. Mhm. Naja, es ist unser Arlecchino, das ist eine Flaschengärung, also es ist ein Sekt, der nach der Champenoise-Methode gemacht wird. Das ist die Methode, die für den Champagner benutzt wird. Es ist eben eine Flaschengärung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kohlensäure in den Wein zu bekommen. Die Flaschengärung ist, sagen wir mal, die nobelste, die hochwertigste. Die einfachste kennt man vielleicht von dem Vino Frizzante, das ist ganz einfach Kohlensäure noch einmal in den Wein spritzen, dann gibt es die Prosecco-Methode oder Charmat-Methode genannt, da wird der Wein ein zweites Mal in einem großen Edelstahltank vergoren, dadurch entsteht noch einmal Alkohol und CO2, die CO2 löst sich dann auf in den Wein und somit hat man dann den Wein mit der Kohlensäure. Die Methode Champenoise, also die klassische Methode, ist diese zweite Gärung in der Flasche hervorzurufen. Das heißt, jede Flasche vergärt für sich alleine. Dadurch entsteht natürlich eine viel feinere Perlage, also die Perlen sind viel feiner, viel geschmeidiger, auch am Gaumen. Sie sind nicht unangenehm, sie sind richtig fein. Und das ist eben das Besondere einer Flaschengärung. Natürlich ist das mit viel mehr Aufwand, viel mehr Handarbeit auch verbunden, weil nach jeder Gärung muss die Hefe wieder aus der Flasche entfernt werden. Das heißt, jede Flasche muss noch einmal geöffnet werden und die Hefe muss entfernt werden. Das macht man ganz einfach. Die Flasche wird zuerst eine Zeit lang umgedreht, sodass die Hefe sich im Hals stabilisieren kann. Die Flasche wird dann eingefroren und man öffnet dann die Flasche. Die Hefe wird durch den Druck hinausgedruckt. Somit hat man dann den sauberen Wein. Es wird der letzte Tropfen, der fehlt, noch nachgefüllt. Normalerweise mit einem Likör de Dosage. Das ist dann der große Trick an jedem Winzers. Also das ist dann nicht der Trick, das Geheimnis an jedem Winzers. Da darf man nicht fragen, was da noch reinkommt. Normalerweise ist das der gleiche Wein, aber man kann da ein bisschen variieren. Und das füllt dann noch die Flasche auf. Und dann kommt erst der endgültige Korken drauf und die Flasche wird endgültig versiegelt. Ja, jetzt eine Frage. Es ist eigentlich Champagner-Methode. Warum darf man eigentlich nicht Champagner dazu sagen? Naja, das ist eine der alten Sachen. Champagner darf man nur zu Weinen machen, die mit dieser Methode in der Champagner-Region in Frankreich hergestellt worden sind. In Italien würde das ganz einfach unter dem Namen Spumante dann fallen. Natürlich Metodo Classico, klassische Methode, aber es wird Spumante genannt oder Sekt, ganz einfach auf Deutsch. Ja, und nachdem das Getränk aus der Toskana kommt, dann kann es ja nur spitze sein. Naja, hoffen wir es einmal. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Es ist ein Sangiovese, also etwas sehr Untypisches, ein Rosé Brut. Und es ist schon etwas ganz Feines. Normalerweise ein wunderbares Aperitif, aber er geht auch als Speisenbegleiter, wenn man jetzt zum Beispiel einen wunderbaren Lachs oder vielleicht einen Kaviar oder zu einem Beef Tartare würde auch wunderbar passen, weil er praktisch nicht nur fruchtig, sondern auch ein bisschen diese herbe Note mit dabei hat, weil er praktisch ein bisschen auf der Hefe gelegen hat und das macht dann wirklich auch einen guten, komplexen Wein aus. Unsere Intendantin ist schon ganz nervös. Ja, ich habe schon gehört. Ja, ich bin der Expertin auf dem Gebiet, ich kenne mich aus. Dann warten wir auf die Expertise. Ja, es ist immer sehr fein. Bei diesen Weinen hat man dann normalerweise das Zusammenspielen von der Frucht und das Harzige von der Hefe, die es ein bisschen herb noch machen, aber in einem sehr schönen Zusammenspiel. Ich habe schon viele Champagner in meinem Leben getrunken. Mhm. Ich weiß, Champagner dürft ihr nicht sagen, weil er kommt natürlich nicht aus der Champagne. Ihr habt den kreiert. Mhm. Ich kenne euer Weingut. Ich weiß, mit welcher Sorgfalt ihr arbeitet. Das ist köstlich. Das kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein unglaublich feiner, feiner Champagner. Ich nenne ihn Champagner, für mich ist es einer. Das freut mich sehr. Naja, dann lass uns feiern. Hätte zur Fledermaus gepasst. Hätte hervorragend zur Fledermaus gepasst. Mhm. Vielleicht sponserst du uns nächstes Jahr, also dieses Jahr. Könnte ja sein. Schauen wir mal, was uns Corona und alle möglichen bringen. Wir werden jetzt den Konzertabend abschließen. Wir werden alle noch einmal miteinander anstoßen und den Abend mit dem Arlecchino ausklingen lassen. Und wie der Prinz Solowski sagt,
der König der Weine, eben, genau. Und mit dem können wir weitermachen. Also dann. Und ich will euch vom Feiern jetzt nicht mehr aufhalten. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost, zum Wohl. TV 21 Austria. Einfach anders.